Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück hier auf Testobüffel TV. Mein Name ist Flo. Fahr weiter, du Pisser, ey. Und heute begrüße ich euch zu einer weiteren Folge der DSC Arminia Bielefeld Sprint to Glory. Wir sind mittlerweile in der dritten Saison. Unsere Mannschaft sieht eigentlich ziemlich gut aus hier mit Davis mit der 73, Oliver Burkey mit der 74, nicht 47, sondern 74, Trent Alexander-Arnold mit der 75 und ja, Toru Nagihira mittlerweile mit der 71, genauso wie Hartherz. Bevor wir unsere Mannschaft eventuell weiter verstärken, müssen wir natürlich hier im Vorbereitungsturnier ran. Ich schaue mal direkt durch. Ich denke, wir versuchen es beim Höchsten, was das Preisgeld angeht. Und dann habe ich euch natürlich noch was zu sagen, denn ihr wisst, wir haben Vorverträge gemacht. Und die zwei Spieler, die das hier betrifft, ist zum einen Pavel Olkowski, den wir ja von Köln losgeheißt haben. Und natürlich dieser komplett überpowerte und übertriebene Zugang, was Bonaventura angeht, der jetzt mittlerweile in der zweiten Liga in Deutschland spielt. Ist auf jeden Fall richtig heftig, dass er jetzt bei uns ist, aber ja, mir soll es erstmal recht sein. Und hier seht ihr auch schon, wie ich die beiden Neuzugänge in der Mannschaft ausstellen möchte. Zum einen kommt Bonaventura, der ja komplett überpowert war. Ich weiß es selber, Leute, ich hoffe, deswegen bekomme ich nicht allzu viel Hate, aber ja, wir haben es jetzt einfach mal genutzt. Bonaventura in der zweiten Liga bei uns. Außerdem, Olkowski hier kann Rechtsverteidiger spielen und im rechten Mittelfeld, deswegen habe ich das aufgestellt, wie ihr es jetzt hier seht. Birki kommt deswegen in den Sturm und Olkowski spielt ab jetzt auf rechts. Doch schon wieder zu viel geredet, wir gehen rein in das erste Spiel des Vorbereitungsturniers gegen Osasuna. Welches wir dann auch direkt mit 2:0 gewinnen und das ist auf jeden Fall mal ein guter Auftakt für die dritte Saison, immer noch in der zweiten Bundesliga. Nachdem wir einen super Auftakt hatten, können wir diese Leistung auch bestätigen gegen Maritimo. Und ja, Bonaventura, unser überpowerter Neuzugang, macht hier den Führungstreffer und gleichzeitig den Siegtreffer für uns. Und auch gegen den Favoriten in dieser Gruppe können wir uns überragend durchsetzen. Wir schlagen Fulham mit 5:0, Bonaventura im Doppelpack, Hartherz trifft Olkowski und Burki. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, aber wir sind weiter im Halbfinale vom Vorbereitungsturnier. Wo wir uns dann noch ganz knapp durchsetzen, wieder trifft Bonaventura und wir gewinnen im Elfmeterschießen mit 4:3 gegen Guikamp. Somit stehen wir im Finale und wenn wir das gewinnen, können wir natürlich das volle Preisgeld mitnehmen. Und so ist es dann letztendlich auch. Wir schlagen Osasuna in der Neuauflage des Gruppenspiels im Finale nach dem Elfmeterschießen mit 5:4. Bonaventura trifft bei uns, Torres auf der Gegenseite und Bonaventura hatte 2 Minuten, nachdem er den Elfmeter geschossen hat, sogar noch die Chance, einen weiteren zu schießen. Den verschießt er dann allerdings, was letztendlich nichts mehr macht. Wir nehmen das volle Preisgeld an Transferbudget mit. Ein richtiges Schnäppchen haben wir mit Ethan Ampadu geschossen, meiner Meinung nach. 850.000 war seine Ausstiegsklausel, die haben wir direkt mal gezogen. 1,3 Millionen ist er aktuell wert. 66 beträgt seine Gesamtstärke momentan, allerdings hat er ein Potenzial von 85. Und das kann uns früher oder später auf jeden Fall nur zugutekommen. Außerdem hat er einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben und ja, das kann sich auf jeden Fall mal so sehen lassen. Mit Alessandro Bastoni verstärken wir uns erneut in der Innenverteidigung. Ja, der 20 Jahre alte hat mittlerweile eine 70, ein Potenzial von 84, ihr seht hier. Wir konnten ihn vor Arsenal wegschnappen, 3,4 Millionen haben wir geboten, 3,5 Millionen sein aktueller Marktwert, 35.000 sein Wochengehalt. Und nachdem wir diese beiden Innenverteidiger verpflichtet haben, welche aktuell allerdings nur als Backup dienen, gehen wir rein gegen Karlsruhe in das erste Spiel in dieser Bundesliga-Saison bzw. der zweiten Bundesliga-Saison. Ja, wir haben da auch noch ein bisschen was zum Verkauf steht. Wir gehen erstmal in Führung durch Burki. Und ja, wir werden aber mal schauen, ob der sich noch verkauft. Wäre auf jeden Fall nochmal ein ordentlicher Schub für unser Transferbudget. Ja, es bleibt aktuell beim 1:0 für uns. Mal sehen, ob noch ein paar Wechsel stattfinden. Hoffmann gleicht aus in der 73. Minute. Somit nehmen wir wahrscheinlich nur ein Unentschieden mit. So ist es dann auch. Wir spielen 1:1 gegen Karlsruhe. Den KSC, ja, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Hier seht ihr es dann auch schon. Leandro Potaro verlässt uns in Richtung Düsseldorf für 4,8 Millionen. Ja, ist auf jeden Fall mal einiges fürs Transferbudget und ich möchte jetzt weiteren Zuwachs in der Offensive finden. Doch bevor wir das machen, gehen wir weiter rein in das Spiel gegen Nürnberg in der zweiten Bundesliga. Wir skippen das ganze Ding, es wird ein 1:2 für uns. Birki trifft für uns, genauso wie Behrendt, der eingewechselt wurde und somit stehen wir nach 2 Spielen gar nicht so übel da mit 3 Punkten. Immer noch ohne Neuzugang gehen wir in das erste DFB-Pokalspiel und wir gehen direkt in Rückstand gegen Ingolstadt. Zinelli macht in der ersten Minute den Führungstreffer für die Schanzer. Alles ist noch drin, alles ist noch gut. Ich hoffe natürlich, dass wir hier weiterkommen.
Mit der Mannschaft sollte es eigentlich auch möglich sein. Ich meine, wer hat sonst? Ein Budamir Turada oder ein Birki, der in der 55. Minute den Ausgleich für uns macht. Zinelli, ja, bringt aber Ingolstadt wieder in Führung. Jetzt ist es gelaufen, es passiert kein Tor mehr. Ja, so ist es dementsprechend auch. Wir verlieren in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 1:2. Da momentan wirklich alle Spieler, die ich haben möchte, nicht in unser Transferbudget passen, ja, gehen wir erstmal rein gegen Regensburg am Transfer-Deadline-Day mittlerweile schon. Wir gehen sogar in Führung durch Bonaventura, erhöhen durch Vogelsammer in der 27. Minute auf 2:0, machen sogar das 3:0 gegen Birki. Wir skippen das Ding, es wird ein lockeres 5:0. Birki trifft nochmal, genauso wie Davis, der hier in der 73. Minute den Deckel drauf macht, wenn er eh nicht schon lange drauf war. Und nun haben wir doch noch einen Verkauf am Transfer-Deadline-Day. Stefan Kießling, den wir ja als Free-Agent geholt haben, beziehungsweise als Vorvertrag. Ja, wechselt zu Bochum. Für 1.650.000 bekommen wir hinzu. Ist jetzt nicht die Welt und ich denke, ich werde das restliche Budget, was wir noch zur Verfügung haben, hier, ihr seht es nochmal, 6,71 Millionen werde ich mit in die Winterpause nehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort wieder. So, da sind wir dann auch zurück am 1. Januar 2020. Da sind wir schon, wir schauen direkt mal rein. Unser Manager-Rating eine 66, aber wir sind oben mit drinne. Leute, ein Punkt hinter Darmstadt und vor Freiburg, weil wir die bessere Tordifferenz haben. Das ist verdammt stark, das ist verdammt gut. Wir schauen rein, wie unsere Mannschaft aussieht. Ja, und die kann sich mittlerweile schon richtig sehen lassen. Alexander Arnold mit der 77, Olkowski unverändert, Birki dafür mit der 76, Davis mit der 75, Hartherz auf die 72 hoch, McKenzie mittlerweile die 76, Bonaventura, Toro Nageriga, Börner und Hitz sich alle nicht verbessert. Wie sieht es hier unten aus? Bastoni mittlerweile auch mit der 72, das heißt, wenn der so weitermacht, kann er hier bald für Börner spielen. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Sonst Ampadu, dem fehlt natürlich noch ein bisschen was, aber irgendwann kann er uns dann auch unterstützen und jetzt geht es ran an die Vorverträge. Und für die bleiben uns satte 6,71 Millionen, damit könnt ihr auf jeden Fall kranke Spieler wiederholen, aber ich möchte eigentlich nicht so übertreiben, wie wir es bei Bonaventura gemacht haben. Und ich denke, das sind auf jeden Fall zwei akzeptable Neuzugänge für die nächste Saison. Zum einen Pascal Köpke, der die 76 mittlerweile hat und noch ein Potenzial bis 89 hoch. Das heißt, bis er bei uns ist, entwickelt er sich vielleicht noch auf die 77 hoch. Und Andy Yiadom, der ein Potenzial von 73 hat, einfach aus dem Grund, weil ich noch ein bisschen was in der Verteidigung haben wollte. Natürlich hätte ich auch heftigere Spieler holen können. Aber wie gesagt, ich finde das zu übertrieben. Und wenn man sich überlegt, ob jetzt ein Amiri, den man sich hätte holen können hier, oder ein Begovic, ob die jetzt zu uns wechseln in die zweite Liga, ob das wirklich sinnvoll ist. Wir haben schon mit Bonaventura übertrieben, deswegen nur die zwei und ich denke, das kann man auf jeden Fall mal so lassen. Ohne besondere Vorkommnisse sind wir durch diese Transferphase gekommen. Ich würde sagen, wir springen bis ans Ende dieser ersten Saison in dieser Folge und schauen dann, ob wir den Aufstieg vielleicht geschafft haben. Wir haben ja nicht wirklich Veränderungen im Kader und ich hoffe natürlich, dass das so weitergeht, wie es gerade lief. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Wir sind dann am Ende der Saison angekommen. Hier, die letzten Spiele gegen Erzgebirge Aue, da haben wir einmal verloren. Gegen Dresden haben wir dafür gewinnen können und mal sehen, ob es so ein Kantersieg wurde wie gegen Regensburg. Nein, wurde es nicht. 2:1 haben wir hier verloren und Ingolstadt, die haben wir auch besiegen können. Also alles ziemlich durchwachsen, Liga-Ziele. Ja, wir sind Tabellenerster. Wir haben uns noch an Freiburg vorbeischieben können. Richtig geil, 73 Punkte, ein Punkt vor Freiburg, das bedeutet der direkte Aufstieg, 22 Siege, 7 Unentschieden, 5 Niederlagen, 59 Tore geschossen ist, so guter Durchschnitt und 20 Gegentore bekommen, was überragend ist, das ist auf jeden Fall eine überragende Tordifferenz, die wir da rausgespielt haben. Nochmal schnell einen Blick auf unsere Mannschaft und wir sehen, dass Alexander Arnold die 78 hatte, bald der beste Spieler, immer noch nach Hitz, der immer noch die 79 hat. Toro Nariga ist eins hoch, McKennie müsste auch eins hoch, Birki müsste gleich geblieben sein, dafür Davis noch eins hoch und Bonaventura, Vogelsammer, Olkowski, Börner und Hartherz, alle gleich geblieben. Ich denke, wir sollten dann nächste Saison schauen, dass wir jemanden im rechten Mittelfeld verpflichten und sonst sieht unsere Mannschaft eigentlich ziemlich gut aus. Bastoni mittlerweile mit der 73, ja, den können wir jetzt dann hier für Börner reinsetzen. Sieht auf jeden Fall gut aus, wir sehen uns am Start der nächsten Saison. Da sind wir dann auch schon in der zweiten Saison von dieser Folge. Wir nehmen hier wieder das Höchste an, 5 Millionen. Könnten wir natürlich super gebrauchen. Außerdem habe ich gerade schon gesehen, dass wir ja ein relativ bescheidenes Transferbudget haben. 5,53 Millionen.
Geht auf jeden Fall ja irgendwo in Ordnung, aber ist nicht die Welt. Deswegen hoffe ich natürlich, dass wir im Vorbereitungsturnier weiterkommen und vielleicht wie letzte Saison sogar gewinnen können. Außerdem sind unsere beiden Spieler angekommen. Zum einen Köpke, der hier jetzt für Vogelsammer in die Startausstellung rückt. Und zum anderen Jadom, der hier für Hartherz reinkommt. Sind auf jeden Fall zwei Verbesserungen schon. Am Anfang der Saison ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal, was das Vorbereitungsturnier bringt. Das bringt uns auf jeden Fall mal einen Sieg gegen Kopenhagen im Vorbereitungsspiel. Ja, McKenzie trifft in der 73. Minute für uns. Somit können wir auf jeden Fall hier gut reinstarten. Doch nach dem knappen Sieg erleiden wir die knappe Niederlage gegen Middlesbrough. 1:0 verlieren wir hier. Mosquera macht den Treffer für uns und jetzt heißt es gewinnen im letzten Spiel der Gruppenphase. Alle Mannschaften in unserer Gruppe momentan mit jeweils einem Sieg, sprich alle haben 3 Punkte momentan und jetzt heißt es natürlich gegen Genk zu bestehen. Ja, nebenher hoffe ich natürlich, dass wir hier irgendwie weiterkommen, eine gescheite Tordifferenz raushauen. Momentan sieht es da aber nicht so aus. Doch, Birki, in der 35. Minute macht er hier den Treffer für uns, bringt uns in Führung noch vor der Halbzeit. Und ja, jetzt finden die Wechsel statt. Es fällt auf jeden Fall noch ein Tor, außer jetzt war ein verschossener Elfmeter. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, es wird beim 1:0 bleiben. Es bleibt beim 1:0. Wir gewinnen gegen Genk, sind somit weiter in der Gruppe. Das allerdings leider nur als Zweitplatzierter und ja, deswegen müssen wir jetzt gegen Dijon ran. Wir skippen das Ding direkt und für uns ist im Halbfinale Schluss. Wir scheitern an Dijon mit 2:1. Nemef und Amalfitano machen die Tore. Auf unserer Seite trifft Bonaventura und McKennie ist verletzt. Ich hoffe natürlich nicht schlimmer. Ja, und das geht eigentlich vollkommen in Ordnung. 6 Wochen okay. Ja, dann ist er gerade so zum Auftakt wieder fit. Ist vollkommen okay. Und wir haben Julian Börner verkauft für 2,5 Millionen in Richtung Augsburg. 1,7 Millionen bekommen wir dazu. Habe ich einfach aus vollem Grund gemacht. Er war ja unser Stamminnenverteidiger. Da haben wir aber mittlerweile Bastoni. Und jetzt haben wir nochmal ein bisschen mehr Transferbudget. Wir haben jetzt knapp 10 Millionen dafür, um neue Spieler zu holen. Nachdem wir einen Innenverteidiger verkauft haben, kaufen wir den nächsten. Wir holen Jan Bednarek zu uns von Southampton für 4 Millionen. 3,6 sein aktueller Marktwert. Gut, aber immerhin hat er ein Potenzial von 80. Wir haben 4 Millionen gezahlt, haben ihn 3 Jahre an uns binden können und somit haben wir auf jeden Fall einen neuen Backup in der Innenverteidigung. Und dann haben wir hier mal, würde ich sagen, den Zlatan Ibrahimovic Region gefunden. Er war bei Bournemouth und kam direkt bzw. ist direkt rausgekommen, als Zlatan Ibrahimovic letzte Saison seine Karriere beendet hatte. 2,1 Millionen haben wir für ihn gezahlt, 69er Gesamtstärke, wird sich auf jeden Fall noch steigern. 4 Jahre haben wir ihn an uns binden können. In der 4. Saison verkaufen wir dann unseren Top-Stürmer Andreas Vogelsammer für 6,2 Millionen in Richtung Nürnberg, 4,3 Millionen bekommen wir hinzu. Ist nicht weiter schlimm, da er jetzt eigentlich nur noch als Backup gedacht war. Und ich denke, hier jetzt nochmal knapp 7,5 Millionen zu haben für irgendwelche Transfersbudgets ist natürlich super und ja, kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. Außerdem ist jetzt auch Brian Behrendt verkauft. Richtung Nürnberg 2,6 Millionen. Zahlen sie für ihn, 1,8 Millionen bekommen wir hinzu. Jetzt dürfen wir ja so knapp 10 Millionen wieder zur Verfügung haben. Ja, ungefähr. Wir haben ein ziemlich hohes Transferbudget. Beziehungsweise Gehaltsbudget. Ja, kann man auf jeden Fall einiges mit anfangen. Ja, sagen wir mal so knapp 7 Millionen für einen Neuzugang. Für ganze 2,7 Millionen verpflichten wir Zacharia Denley, der aktuell eine 70 hat, allerdings auch ein Potenzial von 79. Sein aktueller Marktwert beträgt eine 3,2 Millionen, 60.000 stehen ihm jetzt pro Woche zu. 4 Jahre hat er bei uns unterschrieben. Momentan zwar noch etwas schlechter als Olkowski, allerdings möchte ich dann hier, ihr seht, Olkowski geht schon langsam runter, möchte ich, dass er dann so schnell wie möglich hier auf der rechten Mittelfeldposition Platz nimmt. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, Denley hier auf der rechten Mittelfeldposition spielen zu lassen, einfach damit er sich schnell entwickelt und wir gehen direkt rein mit dem Mitaufsteiger bzw. gegen den Mitaufsteiger SC Freiburg. Ja, die Mannschaft von denen sieht gar nicht so übel aus. Kleindienst, Fuchs. Da sind auf jeden Fall Namen dabei, die man vielleicht kennen sollte. Aber ich denke, wir haben trotzdem den hochwertigeren Kader. Wir schauen mal rein, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, die Wechsel finden statt. Es wird auf jeden Fall noch ein Tor fallen. Außer es kommt jetzt gleich noch eine gelbe Karte. Allerdings kann ich mich irren. Nein, es fallen sogar 2 Tore. Okay, jeweils in der 90. Minute. Terracino macht in der 90. Minute den Elfmeter für Freiburg rein. Und Jadom gleicht ein paar Sekunden später noch aus und bringt uns hier immerhin das Unentschieden. Ich will ganz ehrlich zu euch sein, Leute.
Ich habe ein komisches Gefühl, hier jetzt direkt schon an den 1. Januar zu springen. Allerdings haben wir kaum noch Transferbudget übrig. Und wir wollen natürlich hier auch irgendwann weiterkommen und vielleicht auch wieder ein, zwei Spieler per V-Vertrag holen. Deswegen wird der Rest der Transferphase simuliert. Wir springen rein und sehen uns dann am 1.1. wieder und schauen, wo wir dann dastehen. Wie gesagt, ich habe ein komisches Gefühl dabei, aber ich hoffe natürlich, dass wir das Ding trotzdem irgendwie schaukeln und vielleicht wenigstens von den Abstiegsplätzen wegbleiben. Da wir jetzt am 1. Januar 2021 mit dem DSC Arminia Bielefeld angekommen sind, heißt es auch schon wieder Endspurt für diese Folge. Oder zumindest so langsam. Wir schauen mal rein, wo wir tabellarisch stehen. 83er Rating. Und wir sind immerhin auf Platz 13. Wir haben momentan nach 16 Spielen 17 Punkte geholt. Ist jetzt nicht überragend, aber wir sind auf jeden Fall mal ein paar Punkte weg, beziehungsweise, ja, okay, 3 Punkte sind wir weg von dem Relegationsplatz. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Sind vor Stuttgart und Schalke, kann man auf jeden Fall mal so machen. Unsere Mannschaft, ja, sieht gar nicht so schlecht aus, aber auch nicht mehr so überragend. Bonaventura mittlerweile auf die 81 runter. Torunariga 84, Bastoni 84. Alexander Arnold, unser bester Spieler mittlerweile mit der 80. Dirley direkt auf die 71, ja, das wollte ich eigentlich auch so sehen. Dann haben wir hier oben noch 77er Köpke, 77er Davis und 78er Burki. Das ist auf jeden Fall auch in Ordnung. McKennie mit der 78 auch vollkommen in Ordnung. Unsere Schwachstellen sind eigentlich noch die Linksverteidigerposition und das rechte Mittelfeld. Hier unten geht es dann weiter. Bednarek mit der 73 mittlerweile. Der Ibrahimovic Region Berggroß mit der 71 mittlerweile. Ampadu mit der 72 und sonst sieht das alles, ja, mehr schlecht als recht aus. Wir schauen mal rein, was sonst noch so passiert. Und nach Verlängerung aller Verträge haben wir gerade mal noch so 2 Millionen Transferbudget. Wir schauen mal rein, wen wir eventuell per V-Vertrag holen können. Jetzt haben wir nochmal richtig zugeschlagen, was die Vorverträge angeht. Zum einen holen wir Dale frei für nächste Saison, mittlerweile die 76 und ein Potenzial von 85. Und außerdem holen wir noch einen neuen Torhüter, Jan Sommer, mit der 83 mittlerweile. Auch schon 32 Jahre alt, ist bei uns. Aber wie gesagt, ich zeige euch nochmal, wie überpowered das ist. Wir hätten einen Ronaldo holen können, einen Dennis Suarez, einen N'Golo Kanté, einen Xhaka und natürlich noch einen Oblak. Ich habe lange hin und her überlegt, aber letztendlich habe ich mich dann doch für die zwei entschieden. Einigermaßen realistisch. Und dann schauen wir mal weiter, was die Transferphase noch so bringt. Leute, ich stelle doch wieder um auf die Viererkette. Und zwar, weil ich gesehen habe, dass Torunariga auch Linksverteidiger spielen kann. Kommt er jetzt hier auf die Linksverteidigerposition, dafür Bednarek rein. Bastoni ebenfalls in der Innenverteidigung, Alexander Arnold auf rechts und der rechts wie gewohnt, ihr kennt's. Und mal schauen, wie wir jetzt im nächsten Spiel abschneiden. Denn das steht genau jetzt vor der Tür gegen den SV Werder Bremen. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier was reißen können. Ja, die Mannschaft sieht gut aus. Natürlich Eggestein bei Bremen, dann Weso, den man eventuell noch kennt. Und sonst, ja, Augustinsson auch noch ziemlich bekannt. Trotzdem hoffe ich, dass wir hier mit unserer neuen Aufstellung bzw. mit unserer kleinen Umstellung ein bisschen mehr holen können. Aber Davis holt sich die gelb-rote Karte ab und Augustinsson nutzt das aus. Wir skippen das Ding. Oh, es wird sogar noch ein 1:1, weil Massimo eingewechselt wird und hier noch den Ausgleichstreffer in der 78. Minute macht. Sehr stark, immerhin ein Unentschieden mitgenommen. Transfers möchte ich jetzt keine mehr tätigen. Erstens haben wir zwei super Vorverträge, einmal mit Jan Sommer und zum anderen mit Dele de Frey. Und außerdem haben wir kaum noch Transferbudget übrig, deswegen würde ich sagen, wir skippen jetzt hier vor, sehen uns dann dort wieder und hoffen natürlich, dass wir die Liga halten konnten. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir da eigentlich doch ein relativ gutes Ergebnis letztendlich holen. Und dann, ja, schauen wir uns mal an, wie sich die Mannschaft entwickelt hat. Die zweite Hälfte der zweiten Saison ist nun auch vergangen und wir schauen unentschieden gegen Ingolstadt, unentschieden gegen Schalke, Sieg gegen Freiburg und Niederlage gegen Wolfsburg. Wir schauen mal rein. Unser Manager-Rating ist ein 82, wir konnten uns da im Mittelfeld halten, sind auf Platz 12 gelandet. Ist auf jeden Fall mal akzeptabel, würde ich direkt so mitnehmen. Und dann schauen wir uns noch ganz kurz die Mannschaft an, mal sehen, bei den Torschützen können wir da auch jemanden stellen. Ja, da, Köpke, der 10 Tore beigesteuert hat, sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus bei den Top-Torvorlagen, das habe ich ja bislang wenig gezeigt in den Videos hier. Ja, haben wir Burki dabei mit 8 Torvorlagen und ohne Gegentore konnte Hitz sich auch auszeichnen, 5 Tore. Allerdings denke ich, dass das die letzte Stammposition von ihm war, weil wir ja als nächstes dann Jan Sommer haben. Unsere Mannschaft sieht aus wie folgt: 77 Köpke, der aktuell verletzt ist. 78 der Burki, ja, ist auf jeden Fall ohne Verbesserung, glaube ich, wenn mich nicht alles irrt geblieben.
Davis dann mit der 77, McKennie auf die 79 hoch, Bonaventura auf die 81, Danley 1 hoch, 72, Alexander Arnold hier mit der 81, Bastoni 75, 74 Bartnek und 74 Toro Nariga. Ja, und dementsprechend kam dann der Zlatan Ibrahimovic Region auch ziemlich oft zum Einsatz mit der 72 mittlerweile. Zwar den Pfeil nach unten, genauso wie Ampadu, aber ich denke, die werden sich dann demnächst noch machen. Und ja, das war auf jeden Fall mal eine ordentliche erste Saison in der Bundesliga. Wir sind aufgestiegen. Und ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch kein Teil der Testo-Befleurte seid, dürft ihr natürlich gerne abonnieren, würdet ihr uns mega supporten. Und sonst würde ich sagen, wir hauen nicht ab mit so einer schlechten Verabschiedung wie das letzte Mal. Haut rein und macht's gut.